Jo, meine Lieben, ich stehe jetzt hier gerade vorm Kulturzentrum in Herne und zwar am 25.09., denn ja, ihr ahnt es schon, es ist mal wieder Filmbörse. Ich bin tatsächlich aber nicht alleine hier, sondern mit dem lieben Stefan, auch den kennt ihr mittlerweile schon. Morgen, hi. Ja, wir waren tatsächlich auch schon etwas unterwegs auf der Börse. Wir haben hier und da schon so ein bisschen durchgestöbert. Ich habe auch schon was im Rucksack. Werde ich euch natürlich gleich alles so ein bisschen vorstellen. Aber vorerst gehen wir jetzt gleich noch mal so ein bisschen rein. Natürlich werde ich auch ein paar Aufnahmen für euch machen. So ein bisschen mit euch gemeinsam durchstöbern. Und dann sehen wir uns, wie gesagt, gleich noch mal wieder. Und damit begrüße ich euch auf der Filmbörse in Herne und wir starten hier heute beim ersten Händler und zwar dem Händler vom Filmkult Bochum. Das ist der Händler, den ich euch schon des öfteren mal empfohlen hatte, der nicht nur coole Steelbooks aus aller Welt vertreibt, sondern auch diverse Mediabooks und hier gab es heute eine coole Aktion, nämlich 2 zahlen und 3 mitnehmen und hier sehen wir zum Beispiel The Boy für 10 Euro, da hatte ich hin und her überlegt, ob ich das Ganze mitnehme. Leider Gottes war da so eine kleine Stelle am Rand, die mich etwas gestört hatte, denn es war ein gebrauchtes Mediabook, aber das Ganze ist hier immer absolut transparent und wenn man sich dafür einen gebrauchten Titel entscheidet, kann man das Ganze ganz genau unter die Lupe nehmen und entscheiden, passt das für mich vom Zustand oder eben nicht. Es gab natürlich auch diverse neue Artikel und auch diverse Hardboxen, ebenfalls nimm 3, zahl 2. Ja, hier habe ich natürlich auch so ein bisschen durchgestöbert und hier waren schon außergewöhnliche Titel dabei. Huch, was ziehe ich denn da gerade raus? Secret Killer. Ja, leider für mich tatsächlich viele Titel, die mir jetzt erstmal nichts sagen oder aber die mich nicht interessieren. Aber vielleicht ist ja das ein oder andere für euch dabei. Deswegen machen wir das Ganze ja hier. Deswegen filme ich hier auch entsprechend mal diverse Editionen ab. Near Dark zum Beispiel finde ich mega, mega cool. Auch diese Edition gefällt mir optisch, habe ich allerdings bereits in der Sammlung. Dann sehen wir hier auch noch Julia X, ein mir völlig unbekannter Titel. Und in China essen sie Hunde. Ja, dieses Mediabook habe ich jetzt schon des öfteren mal gesehen, lag hier ebenfalls noch aus für 25 Euro. Und wenn man das Ganze dann entsprechend im Bundle mitgenommen hat, konnte man nochmals etwas sparen. Dann haben wir hier auch noch die Todeskandidaten und auch die 3 Hellraiser-Filme in diesen schönen weißen Mediabooks, die mir optisch wirklich sehr, sehr gut gefallen. Beim Stöbern sind mir dann auf jeden Fall auch immer mal wieder etwas seltenere Titel in die Hände gefallen. Vielleicht jetzt nicht unbedingt Basket Case, der unheimliche Zwilling, keine Ahnung, kenne ich ehrlicherweise gar nicht. Aber vielleicht hier Evil Dead, war allerdings mit 90 Euro auch nicht ganz günstig. Da muss man schon wirklich wissen, was man möchte. Auch diese Halloween-Mediabooks von Age 20, Teil 4 und 5, ja, nicht günstig, aber noch zu bekommen. Dann habe ich hier in einer Wühlkiste auch noch Mimic entdeckt, im schönen Mediabook von 84 Entertainment, für in Anführungsstrichen gerade einmal 65 Euro, da zahlt man ja teilweise schon viel, viel mehr. Ja, es lohnt sich also immer mal wieder auch diese Wühlkisten mal etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Ja, beim weiteren Stöbern habe ich auch versucht, mal etwas neuere Titel für euch in die Kamera zu halten, wie vielleicht die neuen Halloween-Mediabooks oder der Exorzist 3, der jetzt von NSM herausgekommen ist. Aber ehrlicherweise waren diese Titel nicht immer einfach zu finden und wenn, dann wurden sie relativ schnell abverkauft. Gerade die Halloween-Mediabooks in bestimmten Cover-Varianten sind da teilweise für um die 90 Euro über die Ladentheke gegangen und waren nach wenigen Momenten im Prinzip auch schon verkauft. Das ist natürlich krass, wenn man sich überlegt, dass da gerade erstmal der Release war. Aber wir sehen hier natürlich noch Voodoo, die Schreckensinsel der Zombies, auch ein sehr, sehr schönes Mediabook. Ist aber natürlich irgendwo auch schon ein alter Hut. Und ja, kann man machen, muss man aber auch nicht. Planet Terror finde ich mega, mega cool, nach wie vor, auch wenn das Ganze ziemlich bescheuert ist. Und auch The Human Centipede 2 lag hier noch aus, auch wenn ich um diesen Film definitiv einen großen Bogen mache.
Dann sehen wir hier auch noch Stille Nacht, Horrornacht. Ja, so langsam kann man sich Weihnachtsfilme mal wieder anschauen, denn die kalte Jahreszeit, die beginnt ja so langsam. Und auch in dieser Wühlkiste habe ich mal so ein bisschen, ja, die Kamera reingehalten. Hier sind diverse Keepcase-Varianten gewesen, wie zum Beispiel auch die Spider-Man-Trilogie für 15 Euro. Ihr seht es, es sind hier auch nicht immer nur blutrünstige Filme irgendwie zu finden, sondern auch mal ganz normale Filme. Also, wenn ihr eher auf sowas steht, dann lohnt sich da ein Börsenbesuch dennoch. Wir sitzen jetzt hier gerade draußen auf der Bank, die Börse ist vorbei bei uns und ja, so richtig ausgiebig fündig sind wir beide nicht geworden. Ich habe allerdings eine kleine, aber feine Ausbeute mitgebracht. Sorry auf jeden Fall, wenn hier im Hintergrund so ein paar Kinder schreien, die spielen hier gerade so ein bisschen, müssen wir jetzt mit leben. Stefan, bei dir war leider gar nichts heute, ne? Nee, heute nicht, aber naja, was soll's. Genau, ich denke einfach mal, wir haben trotzdem eine schöne Zeit hier verbracht. Ne? Wir konnten wieder Kaffee trinken, ein bisschen quatschen mit dem einen oder anderen. Wir haben liebe Abonnenten getroffen. Grüße an der Stelle auf jeden Fall nochmal. War wieder cool, mit euch zu quatschen. Und ich habe, wie gesagt, auf jeden Fall was Cooles mitgebracht. Und das werde ich euch auf jeden Fall gleich zeigen. Ja. Ansonsten, wie fandest du es? Ja, klein und fein eigentlich. Ne? Ein bisschen weniger Auswahl wie sonst in Unna, Münster oder Neuss natürlich die größte, aber ansonsten kann man ja auch wirklich zwei, dreimal rübergehen und einfach mal gucken, was es so gibt. Und Wir kennen das ja, ne? Richtig, genau. Mhm. Ich fand's okay, für den Sonntag auf jeden Fall okay. Ja, also ich würde sagen, ich stelle euch jetzt einfach mal hier entsprechend meine Ausbeute vor. Da würde ich den Stefan einfach mal bitten, diese Kamera hier zu übernehmen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall spätestens nächste Woche wieder, denn da ist schon wieder Filmbörse in Unna, ne? Genau. Wir starten mit einem Titel, ist vielleicht sogar eine Premiere hier bei mir auf dem Kanal, denn normalerweise gucke ich eigentlich nicht nach DVDs, aber bei diesem Titel mache ich da mal eine Ausnahme. Ich habe nämlich gehört, davon soll demnächst ein Mediabook erscheinen und ich habe mir gedacht, ich gucke mir den Film einfach vorher nochmal an und entscheide dann, hole ich mir ein Mediabook oder eben nicht. Die Sache ist halt, ich spreche von C2 Killer Insect. Ich wurde tatsächlich fündig und zwar hier in dieser schönen DVD-Variante. Hier heißt es auch ungekürzte Fassung, digital remastered für gerade einmal 3 Euro. Ich denke, da kann man nicht meckern. Wie gesagt, komplett neu und original verpackt. Ich bin ehrlicherweise, ich glaube, fast eine Stunde über diese Börse gelaufen und habe nach diesem Film gesucht, bis dann ein lieber Abonnent von mir sagte, immer, habe ich da vorne gesehen für 3 Euro. Und ich konnte es gar nicht glauben. Ich denke, es kann doch nicht sein, dass ich da ungefähr 5-mal dran vorbeigegangen bin. Aber dem war so, die ganze Kiste war damit voll. Und weil wir bei uns in der WhatsApp-Gruppe noch jemanden haben, der auch ganz gerne eine Sichtung machen möchte, habe ich gedacht, für 3 Euro nehme ich das Ganze einfach 2-mal mit und kann dann hier entsprechend diese DVD verschicken. Ja, das war mein erstes Update und dann habe ich tatsächlich noch ein weiteres Update, was allerdings jetzt nicht einfach nur so ein Film ist. Ich weiß nicht, ob man es vielleicht ahnt, aber es handelt sich dabei um diese schöne Box von The Last House on the Left. Ja. Diese coole Box hier von Turbine hatte der Kanal Speed Days TV vom Dominik ja bereits vorgestellt. Er hatte ja leider Pech, dass er da 2 Beschädigungen dran hatte. Ich werde das Ganze entsprechend natürlich auf meinem Kanal auch vorstellen. Es ist eine so umfangreiche Box, dass sich da ein Einzel-Unboxing definitiv lohnt. Wer Lust hat, sich diese Box hier also mal etwas genauer anzuschauen, der kann gerne bei mir auf dem Kanal vorbeischauen. Das Ganze wird dann entsprechend in den nächsten Tagen bei mir erscheinen. Ja, 85 Euro, nicht ganz günstig, aber man muss fairerweise sagen, wir haben hier einmal das Original, wir haben das Remake mit an Bord und wir haben zusätzlich noch ein drittes Mediabook inklusive Dokumentation. Ich glaube sogar 2 Dokumentationen und ein mega dickes Buch mit Inhalt, sprich ja, Hintergründe etc. zu den einzelnen Filmen.
Ich werde mir das Ganze ganz entspannt mit euch zusammen anschauen. Ja, das Buch werde ich dann auch entsprechend lesen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, auch wenn ich so ein bisschen mit mir gehadert hatte eigentlich, weil ich schon eine Emery von diesem Film habe, zumindest vom Remake und auch ein Mediabook. Konnte ich irgendwie nicht dran vorbeigehen. Und so kann ich mir auf jeden Fall auch nochmal das Original angucken. Und ja, mehr kann ich euch hier heute leider nicht anbieten. Ich würde sagen, ich beende das Video jetzt hier auch gleich. Ich bin einfach mal gespannt, was ich dann nächste Woche in Unna so alles entdecke. Bis dahin würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut und ciao.